Als Birgit Schäfers 2018 die Selbsthilfegruppe Krank durch Brustimplantate gegründet hat, wurde sie als Spinnerin bezeichnet. Damals war die Breast Implant Illness in Deutschland nahezu unbekannt. Sie war eine der ersten, die sich hierzulande mit der Krankheit beschäftigt hat. Ein Glücksfall für viele Betroffene. Wir kriegen ja auch jeden Tag Danksagungen von Frauen, denen wir geholfen haben. Es sind ja Tausende jetzt. Und gleichzeitig ist es auch einfach so schlimm, dass ich manchmal denke, boah, ich kann es kaum noch ertragen, diese Geschichten zu hören. Ich sitze immer noch da und weine, wenn ich das von einer Brustkrebspatientin meinetwegen höre, ja, oder so, oder auch von anderen, wie krank die jetzt wieder sind durch Silikon. Heute ist aus der Selbsthilfegruppe ein Verein geworden, der mehr als 5.500 Mitglieder und 14 feste Mitarbeiterinnen hat. Besonders stolz ist Birgit Schäfers auf den Podcast, durch den Betroffene Tipps von Fachleuten bekommen. Jetzt heute unser Thema soll ja sein, warum sollte eine En-Bloc-Entfernung von Implantaten das Ziel sein? Und dazu wollen wir uns heute ein bisschen unterhalten. Sehr gerne, sehr gerne. Wir unterstützen Frauen finanziell nach gesetzlichen Maßgaben. Wir sind gemeinnützig und mildtätig. Das heißt, wir dürfen auch unterstützen, wenn jemand gar kein Geld hat. Wir klären auf ganz vielen Plattformen, Instagram, TikTok, Facebook. 2021 hat Birgit Schäfers uns ihre Leidensgeschichte erzählt. Nachdem sie 40 Kilo abgenommen hat, ist sie unzufrieden mit ihren Brüsten, lässt sich 2010 Implantate einsetzen. Danach bricht ihr Körper zusammen. Es folgt eine Arzt-Odyssee. Keiner kann helfen. Keiner kommt auf die Idee, dass sie wegen der Implantate so sehr leidet. Herzrhythmusstörungen ganz extrem plötzlich. Herzstolpern. Ich war eigentlich bei allen Fachärzten, die man sich so denken kann, extremen Hautausschlag, Jucken, Pusteln, Jucken im Bauch, kann man sich so vorstellen, wie wenn man einen Gipsfuß hat und will sich kratzen und kommt nicht dran. Ich dachte, ich werde wahnsinnig. Wir waren oft in der Notaufnahme. Sie recherchiert privat und stößt auf amerikanischen Internetseiten auf die Breast Implant Illness, eine Erkrankung, die Frauen bekommen, obwohl ihre Implantate unbeschädigt geblieben und die Operationen gut verlaufen sind. Experten zufolge wütet die Krankheit im Körper der Betroffenen so heftig, weil das Immunsystem gegen den Fremdkörper kämpft. Wie viele Frauen in Deutschland jährlich an der Breast Implant Illness erkranken, kann man nicht sagen. Die Dunkelziffer dafür ist einfach zu hoch. Birgit Schäfers hat sich 2016 ihre Implantate entfernen lassen. Seitdem geht es ihr besser. Ganz großes, wichtiges Ziel ist, dass alle Fachärzte, die im Prinzip konsultiert werden von Frauen mit Symptomen, dass die viel mehr Wissen darüber bekommen. Weil dadurch, dass in der Fachärzteschaft so wenig Wissen ist, haben die Frauen halt immer jahrelang eine Arzt-Odyssee vor sich und haben keine Diagnose. Keiner macht sie darauf aufmerksam, es könnten die Implantate sein. Mittlerweile lebt die 56-Jährige in Schweden. Wir treffen sie bei einem Besuch in Kassel, ihrer alten Heimat. Arbeiten kann die Rechtsanwaltsfachangestellte nicht mehr. Chronische Nervenschmerzen sind geblieben. Darum ist sie früh verrentet. Ein Schicksal, vor dem sie andere bewahren möchte. Und wir erreichen ja auch einfach super viele Frauen, die noch die Brustvergrößerung in Planung haben. Und die finden uns und dann lesen die eine Weile mit. Und mit Sicherheit gibt es einen Teil, der dann sagt, ich mache das trotzdem, mich wird es schon nicht erwischen. Aber es gibt ganz viele, die irgendwann in die Gruppe schreiben, wow, danke, ich habe abgesagt, meine Gesundheit ist mir wichtiger. Und dann freue ich mich wie Bolle. Ja, klar.